Markus versucht zu kochen. Achtung! Ehemann, Bodybuilding-Profi, Koch, Liebhaber. Dummschwätzer. Ich das alles hinkriege immer. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Volta. Heute mit dem lieben Tim Gabel. Achtet. Der Wasserbeutel. Jetzt weiß ich, was ich sage. Servus Sportfreunde. Hallo liebe YouTube-Fans. Ah, Markus Rühl. Nein, Güte. Da war ich wirklich 134 Kilo schwer. Das war in der Woche. 28 Jahre. Eine Woche oder zwei Wochen nach Mr. Olympia. Nur Fleisch macht Fleisch. Da habe ich dann anderthalb Jahre ungefähr. Ja, okay, krass, Digga. Anderthalb Jahre. Das waren so bei 85, 90 Kilo ungefähr. Ja, aber anderthalb Jahre locker mit Stoff, also. Ich muss mir Rülps, ey. Schulze, ja, brutal. Und so wie ich jetzt trainiert habe, so habe ich vorher schon krass trainiert, trocken, Digga. So habe ich die Jahre später trainiert und genauso trainiere ich heute noch. Kein Unterschied. Und der Muskel gewöhnt sich auch nicht immer an eine Übung, weil es immer heißt, ich muss ständig was Neues machen. Nein, ihr müsst ein Portfolio aus Übungen haben, die ihr gut kennt, die ihr gut kann, wo ihr einen guten Druck in die Brust bekommt. Das sehe ich anders, das sehe ich definitiv anders. Da kann ich wirklich nur vermuten, dass derjenige vielleicht noch nie richtig hart trainiert hat. Also da sage ich auf jeden Fall, Abwechslung macht den Meister. Umso mehr du deinem Körper eine Abwechslung bietest, umso besser kann er wachsen. Ansonsten kannst du von einem Säugling natürlich nicht so viel erwarten. Ja? Das Ganze auch optisch ein bisschen aufzuwerten. Kann man einfach. Wenn man das dann auf dem Teller serviert, da ist auch die Großmutter oder die Schwiegermutter begeistert. Weil, an was erinnert dich das? Da muss ich sagen, rein hypertrophisch gesehen, so wie ich das damals gemacht habe. Ich habe ähnlich trainiert wie er. Ja, auf gar keinen Fall. Niemals. Also ich habe echt wenig Variationen gehabt. So, aber das hat mich später gefickt, weil diese wenige Variation hat dann später zu Verletzungen geführt. Ja gut, ich hätte auch keiner gefragt. Es gibt keinen Grund, Übungen permanent zu ändern. Kompletter Schwachsinn. Aber da hat er schon recht, zu schnell Übungen zu ändern, ist echt dumm. Ja. Doch. Alter, wenn du jede zwei Wochen dann Übungen lernst, du so nein. Nein. Nee, da muss ich trainiere, also ich persönlich. Alles, was der sagt, ist so eine gequillte Scheiße. Lieber gehe ich stundenlang in den Busch und kacke hinter jedem Brennnesselbaum. Ich mache niemals zweimal das gleiche Training hintereinander. Ja, deswegen bist du halb so breit wie Markus Rühl. Spaß, Bro. Das hast du mich verletzt. Nee, da muss doch hier. Zucker süß, ja. Eine Sache, die auch ganz wichtig ist im Training. Es gibt Leute, die so haben schön, dass ihr dabei wart. Hier ist das Ende. Von Tim noch. Und ich kann so verstehen, wieso der sich abfuckt über YouTube und so, weil der Typ hat früher so krass und heftig trainiert, Alter. Das ist sehr nice, dass das so läuft. Hör doch bitte auf, nice zu sagen. So überall mit dieser internationalen Bühne jetzt nicht so diesen ultimativen Erfolg gehabt, sondern immer so knapp dran. Mhm. Und dann kommen so Penner wie wir und kriegen Aufmerksamkeit und sind sportlich nicht mal halb so weit gekommen wie der und haben nicht mal die Hälfte reingesteckt. Schon, ich kann es schon voll verstehen. Auf jeden Fall Chapeau an Markus, cooler Typ, ich mag ihn sehr. Liebe Grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch. Nur manchmal finde ich den ein bisschen zu radikal in den Sachen, die er sagt, aber das ist auch sein Charme. Da musste kompletten Dachschaden haben, aber... Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja seine Art. Ja, das feiere ich, deswegen. Deswegen mag ich ihn auch so, weil er einfach so ein Camblet vom Mund nimmt und sagt, ey, das ist eine Fotze, dann ist es eine Fotze so. Ja, ja. Halbschwuli. Genau, aber du brauchst Rosamunde Rühl. So was Stabiles, ja. Du weißt ja gleich, dass die einmal 300 Kilo beugt, ja. 4 Kilo Kreuze hier macht. Boah. Boah. Boah.